Ich bin jetzt live. Ja. Also war da sonntags. Und eigentlich wollte ich gar nicht streamen. Und ich habe genug Shorts hochgeladen und TikToks und so. Becher von meinem Sohn, Papa Pool. Keine Ahnung, was halt passiert. Ich hab Hunger. Aber ich hab noch jetzt gemacht einen Tzatziki-Dip da. Also, ich kauf mir bei Aldi öfters mal so einen so Cream-Quark und so einen Kräuter-Quark. Die kriege ich dann in so einen Joghurt-Eimer. Und dann mache ich da mal Gewürze mit rein, was ich halt zu Hause habe. Und mach mir noch so einen Tzatziki-Dip davon oder so. Ein Dip. Ist kein Quark, ist nur ein Joghurt-Eimer. Und Gewürze rein. Hallo, du einer. Und ja. Ich weiß auch nicht ganz genau, was das hier alles. Sonntagabend, Wochenende. Nur wieder habe ich auch mal ein bisschen Lautmusik, manchmal mein Nachbar, manchmal da die Nachbarn und das ist alles völlig in Ordnung. Hat sich alles an Grenzen. Macht mir gar nichts. Gliedrig. Im Notfall würde ich Waldchen einfach anrufen. Oh, habe ich auch noch nie gemacht in 7 Jahren. Ja, ich werde jetzt gleich ein bisschen Palver zocken. Ich habe vorhin die Menüs umgestellt, dass ich irgendwie mehr EP kriege oder so. Und mir nachher noch einen Sandwich-Toast machen. Die habe ich Sandwich-Toast, habe ich sauer bekommen. Der wurde total eingesaut. Irgendwie so ein Freitagabend, Samstagabend. 2 Promille Aktion. Also nicht 2 Promille, sondern. Also ich habe den auf jeden Fall den ordentlich sauber gemacht. Ich hatte vielleicht ein bisschen das Fach zu voll. Hab den sauber gemacht, habe den nach draußen gehängt zum Austrocknen. Übernacht, habe ihn trocknen lassen, nächsten Tag in eine Steckdose gesteckt. Das war die grüne LED-Lampe, Plastikteil abgefallen. Ich habe irgendwo in meiner Schublade, da in dem Schrank, habe ich irgendwo Sekundenkleber. Ich klebe das einfach mit Sekundenkleber fest, hält Bombe. Das Stativ, was ich hier benutze, und Xiaomi, da ist mir immer so ein Knüppel abgebrochen. So. Habe ich einfach mit Sekundenkleber geklebt. Und hält. Bombe. Geil. Freue mich. Mittlerweile gehe ich bei YouTube echt gerne online. Perfekt. Also so eine Stunde oder zwei. Mal gucken. Die Videos werden nämlich komplett bei YouTube gespeichert. Und man könnte die theoretisch auch runterladen. Und als Highlights oder als Reels TikTok zusammenschneiden, wenn man will. Und das mit dem Stream habe ich vergessen, ein paar Highlights zu erstellen. Man kann hier einfach auf so einen Knopf drücken da. Und mit so einem Fernsehsymbol kann man einfach dann irgendwie, die letzten 5 Minuten werden dann Highlights zusammengeschnitten. Am Ende des Streams kann man die dann auf öffentlich stellen. Und dann